Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu Folge... Ja, welche Folge ist das eigentlich? Keine Ahnung, zu Star Trek Elite Force 2. Mit mir und der lieben Dani, die natürlich auch dabei ist. Jawohl. Und wir sind auf der Klingonenbasis, haben ja schon ein bisschen was in der letzten Folge gehört über Tribbles und über Gorn und, mir hat noch jemand in die Kommentare geschrieben, das war mir so auch noch nicht klar. Wir sind hier ja auf der Sternenbasis K7 und das ist tatsächlich die Sternenbasis, auf der damals in der alten Originalserienfolge Trouble mit Tribbles sich die Enterprise mit Captain Kirk die Tribbles geholt hat. Wie eine Geschlechtskrankheit. Oh, wir haben uns Tribbles geholt. Klingt ja fast wie Tripper, ne? Ein bisschen. Gut, auf jeden Fall finde ich, das ist ein sehr, sehr schönes Level, was echt Spaß macht. Also ich finde die Klingonenbasis hat mir immer gut gefallen. Zwei Secrets haben wir uns schon geholt, aber es gibt hier noch mehr. Oder für alle Nine-Gagger, but wait, there's more. So, okay. Wo geht's jetzt eigentlich regulär weiter? Ich glaube, das war genau die Tür, wo die da hinten standen, ne? Ich glaube, hier müssen wir durch. Das ist eine Tür, gut zu wissen. Ja, das ist eine Tür. Ist eine Tür. So, hier sind keine Secrets. Ich habe es übrigens immer noch nicht geschafft, weiter. Diese alte Sternenbasis hat aber auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Ja, ist halt alt. Können wir mit denen reden? Der ist so hektisch. Ich glaube, die will nicht, oder? Falls Sie sich ein bisschen leichtes Latinum verdienen wollen, ich kenne da jemanden, der vielleicht an Photonentorpedos interessiert wäre. Aha. Nun, werden Sie doch nicht gleich schnippisch. Falls Sie sich ein bisschen leichtes Latinum verdienen wollen. Ja, ja, Latinum. Die haben auf einmal hier eine Währung plötzlich, oder was? Naja, wir sind jetzt ja hier... Ist das außerhalb der Föderation? Das ist zwar innerhalb der Föderation, ich meine jetzt die Erde. Entschuldigung, wenn Sie leben wollen, gehen Sie mir aus dem Weg. Okay. Ja, ja, wir schauen hier einfach mal weiter. Jetzt wärst du mal stehen geblieben. Warum? Ja, zu wissen, was passiert. Ach so. Im VIP-Raum. Natürlich nicht. Ich habe mit Ferengi einige meiner besten Geschäfte gemacht. Wie das mit den verstrahlten Plasmaregulatoren? Woher sollte er denn wissen, dass die von einem beschädigten Frachter der Peklet stammen? Oder das eine Mal, als ihn Omag die Brücke der Ferengina verkauft hat. Da haben Sie wohl recht. Daran hatte ich nicht gedacht. Natürlich habe ich recht. Sie sind ein ignoranter Gepäckt. Die ehrenvollen Klingonen halten nichts von Geschäften mit Omag. Nur weil sie von der Föderation sind, heißt das noch lange nicht, dass ich sie nicht töten würde. Holla. Na, die sind ja nett. Ich habe gerade keine Zeit, dass ich sie nicht töten würde. Ich hätte im ersten Moment gedacht, es ist hier... Er hier, der redet, aber die haben sie halt denselben Synchronsprecher benutzt. Ist natürlich nicht so toll, aber okay. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das ist doch nicht der gleiche. Ach, da sind die. Und welche Musikrichtung spielen sie? Naja, wenn wir an einem Ort wie diesem... Das ist die Pflanzenfrau! ...müssen wir uns wohl auf eine Mischung aus klingonischer Oper und klassischer humanoider und andorianischer Musik konzentrieren. Das klingt ja fürchterlich. Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Dann fehlt uns nur noch eins. Ein Ort, an dem wir üben können. Ein Ort zum Üben. Moment mal, Sie denken dabei doch nicht etwa an meinen Lagerraum. Die Akustik dort ist toll. Auf gar keinen Fall. Ach, kommen Sie schon. Denken Sie an all das Latinum, das wir verdienen könnten. Da wird also eine Band gegründet und die Beschreibung klingt ja furchtbar. Ich meine, das klassische humanoide Musik ist wohl noch das Schönste, aber klingonische Oper, ich weiß ja nicht. Mit mir kämen Sie nicht klar. Okay. Warum eigentlich nicht? Mit mir kämen Sie nicht klar. Hören Sie auf, mich anzustarren. Hören Sie auf, mich anzustarren. Die sind alle hier so unfreundlich. Ja, die Föderation ist hier nicht so gern gesehen. So, bevor wir in diese Kantina gehen, gehen wir doch nochmal hier rein. Da gibt es nämlich ein Schiff. Und hier gibt es noch mehr. Wenn ich die Nachtsicht anmache und hier hinten durchgehe, haben wir ein kleines Easter Egg. Einen grinsenden Patrick. Ja, irgendwie schon, oder? Ist ganz lustig. Aber damals gab es noch keinen SpongeBob. Das heißt, seit wann gibt es SpongeBob? Ich weiß nicht, seit wann es SpongeBob gibt, aber ich glaube, das Spiel ist älter als SpongeBob. Naja, auf jeden Fall haben wir wieder ein nettes Easter Egg entdeckt hier. So, und wieder raus hier. Und wir haben das Schiff.
Eins fehlt uns jetzt noch und da weiß ich dann auch, wo das ist. Ich bin nicht dazu gekommen, voraus aufzunehmen, aber trotzdem. So. Hier haben wir die Kantina und ich werde jetzt gerade mal kurz speichern. Nur zur Sicherheit. Ah, okay. Hey. Einfach vor der Nase zu. Das passiert doch wieder bloß uns. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich sehe ihn nicht. Ja, Crindo, das ist richtig. Er ist nicht hier. So, die redet überhaupt nicht. Was hatten die für sonderbare Schuhe? Sie sehen aus, als würden sie selbst klarkommen. Ich an ihrer Stelle würde mich aber trotzdem vorsehen. Vier Augen sind eklig? Ja. Sie sehen aus, als würden sie selbst klarkommen. Ich an ihrer Stelle würde mich Tut mir leid, ich kann mich gerade nicht mit ihnen unterhalten. Das war jetzt die Stimme von Clea hier. Also wir sehen schon, Synchronsprecher konnten sie nicht so viele anheuern. Ja. Hätten sie mich mal gefragt. Hätte ich gerne mitgemacht. Aber du hättest auch nicht die Frauen gemacht. Nee, die Frauen nicht. Ein Sternenflottenoffizier. Wollen Sie das Lager wechseln? Sie sehen aus, als würden Sie selbst klar. Ach, guck an, selber Dialog. Ich würde mich aber trotzdem vorsehen. Noch was? Ein Sternenflottenoffizier. Na gut, und ihr beiden hier? Wissen Sie was? Dieses gelagerte romulanische Ale ist nichts anderes als das normale romulanische Ale. Die verkaufen es bloß nicht sofort, sondern holen alle paar Jahre ein paar Kisten davon aus dem Lager, ändern das Etikett und verkaufen es zum doppelten Preis. Im Ernst? Das ist ja furchtbar. Es ist wahr. Und noch etwas. Es ist gar nicht alles davon ein Jahrhundert alt. Manchmal ist es 150 Jahre alt und manchmal stammt es aus einer Kiste von vor 50 Jahren. Die mischen einfach das ganze Zeug und nehmen den Durchschnitt. Das ist Betrug. Tja. Mathematisch gesehen nicht. Runde romulanisches Jahrhundert, ey. Ich habe schon die nebianische Schleimteufel gesehen. Die sahen besser aus als Sie. Na, vielen Dank. Verschwinden Sie. Ja, ist ja gut. Von der Sternenflotte, ja? Bin nicht beeindruckt. Lassen Sie mich raten. Enterprise, richtig? Wow, Volltreffer. Wer würde sich schon sonst an Orten einmischen, an denen er nichts zu suchen hat? Und jetzt gehen Sie im Weltraum baden. Von der Sternenflotte, ja? Okay, gut. Warum sind die denn so unfreundlich? Tja, weil wir halt nicht sehr erwünscht sind. So. Warum verkleiden wir uns denn nicht? Gute Frage. Machen wir später im Spiel noch. Ich bin der Kommandant des Transportschiffes Kaiten. Mein Freund sagt, Sie suchen ein Transportmittel? Allerdings, aber es müsste schon ein großes Schiff sein. Groß? Ach hier. Die Kaiten ist ein Transportschiff der Wuden-Klasse. Sollte mir das etwas sagen? Sagen wir einfach, sie ist groß. Ich habe schon romulanische Raumschiffe leergeräumt und zwar nicht bloß die D-Kreuzer. Ich kann sogar noch mehr Ladung aufnehmen als die großen Schiffe der Dideridex-Klasse. Um was für eine Fracht handelt es sich? Bloß ich, 10 Transportcontainer mit zahmen Targs und keine dummen Fragen mehr. Was ist Ihr Ziel? Sagte ich nicht gerade noch, dass ich keine Fragen hören will? Die Koordinaten werde ich Ihnen geben, wenn wir die Station verlassen. 3000 Latinum im Voraus, sonst kommen wir nicht ins Geschäft. 3000? Für den Preis könnten wir uns ja fast einen eigenen klingonischen Bird of Prey kaufen. Sicherlich. Aber dort, wo Sie hinwollen, werden Sie bestimmt einen erfahrenen Piloten brauchen. Für den Preis könnten wir sicher auch einen Piloten anheuern. Was halten Sie davon, wenn Sie 2000 sofort bekommen und weitere 2000, wenn wir unser Ziel erreichen? 4000 insgesamt? Das ließe sich einrichten. Mein Schiff steht zu Ihrer Verfügung, mein Freund. Unsere Fracht wird binnen einer Stunde zur Verladung bereitstehen. Mal sehen, ob wir vor der Abreise noch einen Drink bekommen. Dort, wo wir hinwollen, könnte es etwas schwierig werden, an romulanisches Ale zu kommen. Ich nehme ein doppeltes. Ist das eine Klingonin da vorne? Das ist eine Klingonin, ja. Mit interessantem Ausschnitt. Und die sieht aus, als wäre sie irgendwie ein bisschen... Mit mir kämen Sie nicht klar. Fangen Sie keinen Streit an, Sternenflotten gepackt. Sie würden sterben, noch bevor Sie die Waffe ziehen können. An alle Leute, die Klingonisch können, was ist gepackt? Also ich würde es übersetzen wie Idiot oder Trottel oder... Aber vielleicht gibt es eine direkte Übersetzung. Was mich wundert, ist, dass Klingonen überhaupt noch leben. Die müssten sich doch längst alle gegenseitig umgebracht haben eigentlich schon. Ach, weil die so ehrenvoll sind und immer kämpfen wollen oder ja. Was? Nein, 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 nein. Die gehen doch... Sie keinen Streit an, Sternenflotten gepackt. Sie würden sterben, noch bevor Sie die Waffe ziehen können. Von der Sternenflotte, ja? Okay, das hatten wir. So, dann gucken wir doch mal, bevor wir mit ihm was hier reden. Was ist das da für ein... Das ist ein Nauisikana. Ja. Geh doch mal ran, ich will mir den angucken. Nein, noch nicht. Warum nicht? Ich habe schon den nebianischen Schleimteufel gesehen, die sahen besser aus. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal hier zu ihr.
Wie viel kostet der VIP-Raum? Ha! Sie müssen sich erst beweisen und unseren nausikaanischen Freund im Nahkampf besiegen. Nausikaa. Okay, hätte ich doch zuerst mit ihm reden sollen. Hups. Ihr wagt es, mich herauszufordern, Föderation? Sterbt! So, ein Buttlet-Fight. Mal gucken, ob es mir gelingt. Hast du gespeichert? Ja, ich habe gespeichert, bevor wir hier das Ding betreten haben. Aber sieht aber ganz gut aus. Ja, ich denke auch. Wenn wir jetzt noch ein Buttlet gewinnen, dann haben wir alle Klingonen auf unserer Seite, was? Gewonnen haben wir schon mal. Nausikaa. Hey, die sind eigentlich ziemlich heftig drauf. Ich habe eine Freundin, die hätte mal fast Nausikaa geheißen. Zum VIP-Raum. Kommen Sie zurück, wenn Sie Arbeit als Türsteher suchen, ne? Oh, da hat sie gerade das Glas ziemlich cool in der Hand gedreht. Ey, du kannst die gut nachmachen, die Lache. Was starren Sie eigentlich an? Der sieht irgendwie so unecht aus. Ja, die sind auch ziemlich groß, also... Ich könnte sie mit einem einzigen Schlag zermalmen. Vergessen Sie das. Ne, unsere Augenhöhe ist ungefähr, würde ich sagen, hier auf... Hier, da wo ich gerade den Cursor habe. Der ist schon groß. Ich glaube, die hat noch ein paar nette Sprüche auf Lager. Ja, muss ich hier drüber hüpfen, um mit dir zu reden? Auch gut. Cool, wie sie den Checker dreht. Die Sternenflotte, dass sie sich hier hineinwagen, beweist Tapferkeit. Ich grüße Sie. Trinken Sie ein romulanisches Ale. Davon werden Ihre Haare länger. Die Sternenflotte, dass sie sich hier hineinwagen, okay. Beweist Tapferkeit. Ich grüße Sie. Was ist, haben denn diese vieräugigen Mädels für eine Nationalität, wollte ich gerade schon sagen. Aber wie heißt denn das? Von welcher Rasse sie stammen? Ja, gewissermaßen. Was haben die für sonderbare Füße? Weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung. Darf wieder gerne in die Kommentare geschrieben werden. Haben die irgendwie sowas wie Hufe oder Klauen, oder? So ein bisschen wie Hufe sieht's aus, aber trotzdem mit Zähnen dran. Na gut, wir gehen mal rein hier. In den VIP-Raum. Wie ich es Ihnen sage, der Typ ist Adric Luxor. Was macht wohl ein berühmter resanischer Musiker hier? Ich weiß nicht. Vielleicht sucht er nach einer Idee für einen Imagewandel. Hier? Auf einer klingonischen Sternbasis? Sicher. Bestimmt will er einen Modetrend schaffen. Den Söldner. Na gut, ich wette 50 Latinum darauf, dass der Typ da drüben Adric Luxor ist. 50 Latinum? Sie haben doch noch nicht mal 50 Latinum. Wenn Sie die hätten, dann wären Sie doch jetzt sicher im Casino. Hey, morgen kommt für mich eine Lieferung tolianischer Statuetten hier an. Die sind mindestens 50 Latinum wert. Statuetten? Was soll ich mit tolianischen Statuetten im Wert von 50 Latinum? Ich werde sie den Andorianern verkaufen. Das bringt mir noch mehr ein als 50 Latinum. Was soll denn ein andorianischer Söldner mit tolianischen Statuetten? Sie behalten sie nicht für sich. Sie geben sie ihren Frauen als Geschenke. Und die stellen sie gerne in Vitrinen im Gemeinschaftsraum ihrer Familien auf. Ach ja, ich glaube, ich war einmal in einer ihrer Behausungen. Mir wurde richtig schlecht bei dem Anblick. Ihre Frauen sind von diesen Dingern fast besessen. Egal wie viele davon sie bereits besitzen. Jedes Mal, wenn ein neues dieser Art auf den Markt kommt, verspüren sie den unbändigen Wunsch, es ihrer Sammlung hinzuzufügen. In Ordnung. Dann wette ich mit Ihnen um 50 Latinum, dass es nicht Adric Luxor ist. Aber ich will meine Bezahlung nicht in hässlichen Statuetten bekommen. Einverstanden. Also fragen wir ihn. Okay, wo ist der? Da drüben. Wo ist der hin? Ich glaube, er ist gegangen. So ein Pech. Ich hatte ihn noch fragen wollen, ob er Interesse an tolianischen Statuetten hat. Das ist doch die Pflanzenfrau schon wieder. Die Stimme schon, ja. Aber gut, synchronsprechertechnisch waren sie halt nicht so ausgestattet. Erzählen Sie das einem, den es interessiert, Sternenflotte. Nee. Erzählen Sie das einem, den es interessiert, Fangen Sternenflotte. Streit an. Okay, das kennen wir auch. Und die beiden hier? Ich habe schon die nebianische Schleimfläche gesehen. Sie sehen aus, als würden Sie selbst klar. Okay, nichts Neues. Wo ist Omek? Da ist er. Gehen Sie zu ihm, ohne sich zu uns umzudrehen. Ah, Crendo. Setzen Sie sich, mein Freund. Wo haben Sie diese neue Hauptkontrolle gefunden? Wo haben Sie die alte gefunden? Auf Wiedersehen. Setzen Sie sich, Omek. Bleiben wir weiterhin freundlich. Freundlich? Je breiter jemand lacht, desto schärfer ist sein Messer.
Erwerbsregel Nummer 48. Tut mir leid. Nie von der Hauptkontrolle gehört. Okay. Wenn Sie lügen, lügen Sie konsequent oder halten Sie Ihre Ohren offen. Wo ist die Hauptkontrolle? Ich würde sagen, das passt ganz gut. So viel mit Erwerbsregeln um uns schmeißen, finde ich auch immer sehr lustig. Regel 7. Halten Sie Ihre Ohren offen. Wo ist die Hauptkontrolle? Ich bin nicht taub, aber ich weiß nichts über diesen Kontrollenmeister. Wenn Sie lügen, lügen Sie konsequent. Regel 60. Wenn Sie lügen, lügen Sie konsequent. Okay, Sie haben meine Inkonsequenz bemerkt. Hier ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, wo sich die Hauptkontrolle befindet. Regel 85. Lass nie die Konkurrenz wissen, was du denkst. Habe ich nicht vor. Und ich habe noch nie etwas von ihrer Hauptkontrolle gehört. Lügende Ferengi. Man spricht die Wahrheit und wird der Lüge bezichtigt. Wie Regel 285. Einer guten Tat folgt die Strafe auf dem Fuße. Woher wollen Sie wissen, dass Sie die Wahrheit... Woher sollen wir wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Regel 181. Selbst Unehrlichkeit kann den Glanz des Profites nicht trüben. Oder Sie sprechen die Wahrheit. Es gibt nichts Gefährlicheres als einen ehrlichen Geschäftsmann. Tja. Ich glaube, wir nehmen mal das obere. Woher sollen wir wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Regel 181. Selbst Unehrlichkeit kann den Glanz des Profites nicht trüben. Weil ich nicht wissen will, wo sie ist. Wenn ich den Standort kennen würde, hätte mein Kunde Sorge, dass ich sie weiterverkaufen würde. Warum soll ich ihm einen Grund geben, mich zu töten? Nein, ich habe lediglich Crindos Daten aus den alten Ruinen verkauft und meinen Kunden mit den Sternkarten suchen lassen. Aber ich habe ihnen falsche Daten gegeben. Falsche Daten? Wer ist denn nun der Lügner? Natürlich habe ich gelogen. Ich bin zu klug, um ihnen zu vertrauen. Aber dumm genug, mein Shuttle zu benutzen. Regel 99. Vertrauen ist die größte aller Verpflichtungen. Das Shuttle hat mir alle Daten übermittelt. Sohn einer... Regel 31. Mache niemals Witze über eine Ferengi-Mutter. Beleidige stattdessen jemand, der ihm am Herzen liegt. Ich töte sie. Nein, werden sie nicht. Omac, geben Sie uns den Namen Ihres Kunden und Sie können gehen. Regel 76. Du musst für eine Weile sagen, ich brauche Frieden. Aber Krieg ist gut für das Geschäft. Regel 34. Und noch eine zweite. Lass dich und ihn kämpfen. Latinum für die Köpfe der Föderation! Uh-oh. Er flieht. Gonzales, bleiben Sie mit Crindo hier. Aye, Sir. Ich kümmere mich darum. So, hier sind die Leute noch halbwegs nett. In die Kommentare wurde ganz häufig geschrieben, ich würde zu oft das Sturmgewehr benutzen. Wir sollen doch mal andere Waffen nehmen. Nun gut, die sind mir halt alle ein bisschen zu brachial. Phaser finde ich so ein bisschen lahm. Ich habe meistens das Sturmgewehr vorgezogen, weil man dort mit effektiv kämpfen kann, ohne irgendwie, zu viel Energie zu verschwenden. Viele wollten den Eadril-Stab sehen, weil sie den cool finden, also nehmen wir den jetzt mal, aber... Sagen wir mal, ich habe so für mich das mit Spielen... Was ist? Speichern? Speichern ist eine gute Idee. Wir speichern. Und die Musik ist ausgesprochen panisch in diesem Level. Ich hoffe, das übertönt nicht so sehr die Stimmen der NPCs. Ich habe schon die nebianische Schleim... Wieso, ich glaube, sie war das, die noch ein paar nette Sprüche hatte. Was kann ich Ihnen bringen? Vielleicht einen schönen saurianischen Brandy? Vielleicht bevorzugen Sie ja auch ein Getränk von der Erde. Ein Glas Milch. Ja, genau, den Spruch wollte ich hören. Wie sie sich alle, an der Milch so lustig? Ja, weil sie sich alle so über lustig machen. Ich meine, hier, die trinken alle harten Stoff und dann... Ja, wir haben gerade diesen Nausikaaner besiegt. Was will die eigentlich von uns? Das war nicht sie. Wir sind in der VIP-Lounge. Die hat von dem Kampf nichts mitbekommen. Hä? Da gab's noch... Ja, wir sind jetzt in der VIP-Lounge. Ja. Naja, sieht alles so gleich aus. So. Jetzt. So. Gut, hier können wir uns erstmal ausrüsten mit Energie. Das ist wunderbar. Wir sind aber schon bestens dabei. Und Lebensenergie sind wir auch bestens dabei. Wo ist eigentlich unser Team? Ich hätte ja gerne, dass die mitkommen.
Stehen die da einfach und kommen nicht? Hallo, kommt ihr da mal mit? Diese Söldner sehen gefährlich aus. Los, holen wir uns den Ferengi. Ja, meine Rede. Da müsst ihr aber mitkommen für. Hallo. Okay. Ist das ein Bug? Ich hoffe nicht, dass es ein Bug ist. Wir laufen einfach mal weiter. Die werden schon irgendwann kommen. Dann wollen wir es hoffen. Oh, das funktioniert gut. Effektiv ist die Waffe, das muss man sagen. Geht schön schnell. Ja gut, wir bleiben mal dabei. Wow, 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 da sind ja auch noch welche. Ich sehe schon, warum ihr in den Kommentaren hier die Waffe sehen wolltet. Ja gut, okay. Und unser Team lässt auf sich warten. Na gut. Legen wir halt wie so oft eine Einzelgängernummer hin. Das nächste Secret kommt dann erst in einem späteren Raum. Ich erinnere mich noch so ungefähr. Im Übrigen, es besteht kein Grund zur Eile. Das muss man auch noch dazu sagen. Omek flieht, aber auch wenn man ihn manchmal am Horizont noch rennen sieht, man kann ihn so nicht erwischen. Also es ist alles gescriptet, von daher können wir uns in Ruhe... Oh, 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 und schon ist die Waffe jetzt leer. Da ist das natürlich so ein bisschen... Ja, dann nehmen wir zwar den U-Mod, auch wenn es keine Borg sind. Aber ich habe schon verstanden. Ihr mögt das Sturmgewehr nicht. Aber trotzdem werde ich irgendwann darauf zurückgreifen, weil man einfach damit, denke ich, noch am effektivsten und waffenenergiesparendsten unterwegs ist. Aber gut. So, das könnte jetzt schon der Secret-Raum sein hier. Ja, das ist er. Das ist der Raum mit dem... Wow, da oben läuft Omek. Lass mich in Ruhe. Hilfe! Ach, da hätte ich natürlich einen Schuss sparen können, indem ich hier einfach den Helter zerschieße. Die Explosion hätte den Ferengi gleich mitgenommen. Egal, war zu spät. War das nicht Klingone? Es war ein Klingone. Danke, Schatz. Du bist gut. Ich meine, die sind jetzt ja nur einigermaßen leicht auseinanderzuhalten. So, da oben können wir das Schiff sogar schon sehen. Ah, wo denn war jetzt noch hin? Wir kommen hin, dass die Tür ist zwar rot, lässt sich aber trotzdem öffnen. So. Gut, und jetzt müssen wir nämlich hier hüpfen. Ich speichere nochmal, man kann da nämlich schon auch runtersegeln. Und das ist dann nicht so gesund. Ja, nee, das ist der einzige Weg. So, haben wir geschafft. Spreuen. Machen wir mal die Nachtsicht an, aber hier ist einfach nur eine schwarze, nicht texturierte Wand. So, damit haben wir schon wieder alle Verstecke und alle alle Verschiffe. Oh. Puh, gerade noch geschafft. Und jetzt? Da oben ist Omek ja langgelaufen, hier durch die Tür. Ach, da links ist eine Leiter, ne? Genau, und hier ist zu und hier ist die Leiter, wo es hochgeht. Ganz genau. Ah, ich sehe es schon. Nachher beschweren sich wieder Leute, dass wir jetzt mit dem U-Mod gegen die Klingonen kämpfen. Man kann es den Leuten einfach nicht recht machen. Aber okay, wenigstens braucht er nur zwei Schuss. Und dann sind die auch, also zwei wirkliche Treffer. Und dann sind die auch erledigt. Okay, Level Ende. Und hier gibt's keine Secrets. Trotzdem gibt's da noch was, das wir dann nachher mitnehmen können. Föderationspöbel hinter mir, sie sind Alle hoffen natürlich auf das Geld von Omek. Aber als wahrer Ferengi, der auf den Profit aus ist, wird der sie wohl nachher doch nicht bezahlen. Naja, dafür müssen sie uns ohnehin aufhalten. Das schaffen sie nicht. Das ist so lange her, dass ich es gespielt habe. Ich wundere mich wirklich, dass mein Team nicht dabei ist. Aber wahrscheinlich... Nee, wahrscheinlich ist das... Ich glaube, man ist hier wirklich allein. Na gut. Geht auch, sonst müssten wir mit mehr Gegnern rechnen. Ja, ja. Da ist er wieder. Ja. Das siehst du dann später.
Oh oh, das ist natürlich ganz gemein. Diese Granaten. Diese Energiegranaten. Den sollte man sich nicht treffen lassen. So, genau. Secrets gab es ja keine. Irgendwer feuert dann noch und ich sehe nicht wo. Von wo? Hä? Ist der hinter der Wand und feuert? Ja gut, wir gehen einfach mal runter. Wahrscheinlich ist der jetzt hier irgendwo. Ach, da! Müssen wir über diesen grünen See hüpfen? Wir hüpfen über den grünen See, um nur zu der Tür zu gelangen. Ganz genau das tun wir. Das ist total giftig und eklig. Das ist ein Instant-Kill. Und ich glaube, die Kisten sinken sogar. Oh, speichern. Ja, speicheln wir nochmal. Pff, speicheln. Und hepp. Und hepp. Und hepp, hepp, da. Okay, kein Instant-Kill. Aber natürlich habe ich wieder mal schön meine Unfähigkeit unter Beweis gestellt. Das macht sich doch nicht immer so schlecht. Ich finde, das würden alle von uns auch nicht sofort hinkriegen. Das ist lästig. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. So. Oh, 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 oh. Ich bin ja nicht der Typ, der Frauen schlägt. Kann nicht jemand diesen Föderationsabschaum umlegen? Ich dachte, dies wäre eine Sternenbasis mit harten Jungs. Auf Frauen schießen ist auch nicht so toll, aber wenn wir uns verteidigen müssen, bleibt ja nichts anderes übrig. Ich würde sagen, eine Klingonenfrau ist mindestens so gefährlich wie drei Menschen Männer. Und wie gefährlich ist denn ein Klingonenmann? Fünf Männer? Möglich. So. Haben wir alle beseitigt? Sieht ganz so aus. Sieht gut aus, ja. 79 Lebensenergie. Ja. Vielleicht laufen wir nachher doch tatsächlich nochmal zurück und füllen uns auf. Kann nicht schaden. Machen wir für den Fall, dass wir nachher nichts bekommen. Gucken wir gleich nochmal. Aber so viel sei verraten, uns erwartet ein Bossfight. Mal wieder. Spätestens davor gibt's Energie. Nicht immer. Nicht immer. Das normalerweise ist schon. Auf jeden Fall gibt es einen netten Loot, wenn wir den Boss erledigt haben. Und das ist auch das, was man sich in diesem Level nämlich noch holen kann. Und das haben wir auf jeden Fall vor. Tür ist auf jeden Fall dicht und geht auch nicht mehr auf. Okay. Und hier geht es dann so ziemlich... Ja, da ist dann der Fahrstuhl. Okay, gut. Das heißt, wir haben erstmal keine Energie. Wir laufen also gerade nochmal zurück und holen uns. Ja, müssen wir aber nochmal über den grünen Teich hüpfen. Ja, wir müssen nochmal über den grünen Teich hüpfen. Vielleicht schaffe ich es ja diesmal. So viel Zeit muss sein. Da hinten gibt es nämlich Lebensenergie und da gibt es Waffenenergie. Schon alle? Ja, jetzt ist er alle. Aber zumindest haben wir noch mal um die 100 Punkte mehr bekommen. So, ich speichere noch mal. Ja, ich speichere wieder viel, aber mich stört's nicht. Und wenn wir fehlen, habt ihr auch den Vorteil, dass... Ja, perfekt. Jetzt habt ihr auch zurück. Den Vorteil, dass wir nicht noch mal ein größeres Stück nachzocken müssen. Von daher ist doch alles bestens. So, und jetzt noch mal hepp und hepp und hepp. Hervorragend. Läuft doch. Verstehe gar nicht, warum es am Anfang nicht geklappt hat. So. Sind Sie am Ende, Mr. Föderation? Das ist ja eine fiese Lache. Hat der eine nette Gegnerlache, ja. So, wir fahren auch mal.
Ich glaube, jetzt geht's auch schon zum Bossfight. Würde ich jetzt nochmal speichern? Ja, praktischerweise ist es gleich ein neuer Levelabschnitt. Okay. Ja. Hilfe! Hilfe! Angreifer der Föderation! Langsam, Omek. Halten Sie ihn auf! Im Namen des Reiches! Ich bin nicht mehr länger Kommandant des Klingonischen Reichs. Sie können doch nicht schießen! Retten Sie mich! Ich bin doch Ihr bester Kunde! In Ordnung. Und Tap. Aber guck an, war tatsächlich mal Kommandant des Klingonischen Reiches. Nicht schlecht. Also die haben keine Dynastie, sondern eine Militärregierung. Ja, in der Tat. Klingt logisch. Ja, so, jetzt speichern wir nochmal, damit wir für den Fall, dass wir sterben, die Sequenz nicht nochmal angucken müssen. Und ich wechsle auch gleich auf den Quantenstoß. Hilfe! Oh ja, richtig, richtig, ich erinnere mich. Wie ging's nochmal? Ich muss kurz nachdenken. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht. Ah, hier gibt's Energie. Es gab durchaus eine Taktik. Der fährt hier so im Kreis rum und wir müssen wahrscheinlich... So, jetzt habe ich ihn außer Gefecht... Boah, Hilfe. Moment. Man musste es auf jeden Fall nachher schaffen, also ihn außer Gefecht zu setzen und dann irgendwie dahin zu steuern auf die... Genau, es ist schon so lange her. Genau, jetzt ist er außer Gefecht gesetzt. Und jetzt hier machen wir das Feuer an und da drüben können wir ihn rüber lenken. Genau, jetzt lenken wir ihn rüber und dann machen wir das Feuer an. So geht's. Was ist denn so schlimm an diesem Bagdad? So, okay. Achtung! Schützen Sie diesen ehrlosen Ferengi-Pakt. Das ist meine Sache. Eine seltsame Sache. Klingonen kämpfen nicht für Latinum. Tja, stellen wir einfach mal mit ein paar netten Äußerungen seine Ehre in Frage. Das geht natürlich gar nicht, aber es funktioniert. So, rüberlenken vor die Flammen und die Flammen. Nein, ergib dich unseren Flammen. Ach, Kack, wir waren zu langsam. Klingonen kämpfen nicht für Latinum. Sie wagen es, meine Ehre zu beleidigen? Yep. Welche Ehre? Sie sind ein lügender Kompakt. Wie ein Pirat. Arr. So, das hat ihm wieder nicht gefallen. Rüberlenken und schnell das Feuer an, schnell das Feuer an, schnell das Feuer an. Gott. So, jetzt haben wir das Problem, dass hier die Dinger offen sind. Das ist jetzt der Gefähr... Und er hat auch noch ein Schutzschild jetzt. Und, richtig, er kommt mit seinem Schutzschild, das sich bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, da hinten. Diese grüne Kraftfeldwand, die sollte uns nicht erwischen. So, jetzt wieder schnell. Ich schaff's. Ja. Und burn, baby, burn. Wo? Hier, da. Puh. So, jetzt gibt's noch Mann gegen Mann. Das ist natürlich jetzt sehr brachial. Und er hat aber auch ein nettes Wäffelchen. Den Tetrion Pulsdisruptor, noch bekannt aus Elite Force 1. Damals hat er grüne Partikel verschossen. Jetzt sind sie orange. So, ich lebe nochmal meine Fülle auf. Ihr habt verstanden, was ich sagen wollte. Jetzt bleib ich. Komm. Wie, du fällst da jetzt links oder rechts runter? Tue ich nicht. Und ich schnapp mir seine Waffe. Omek hat gerade die Station verlassen. Danke, Lieutenant. Wir fangen sein Shuttle ab. Kehren Sie zurück zur Enterprise. Monroe an Sydney. Holen Sie mich sofort ab. Bin gleich da. So, und wir holen uns seine Waffe.
Atreons Schnellfeuergewehr. Nett? Das klingt wie ein Mann. Nett? Okay, die Klingonenbasis hätten wir geschafft. Nicht, dass mein Kopfhörer hier rausfliegt. Arrivo. Tja, haben wir die Klingonenbasis auch geschafft? Wie schön. Wie wunderschön. Hat die Datenbanken gelöscht. Er hat alle Informationen entfernt und mit zufälligen Daten neu gefüllt. Ohne die Daten können wir nicht belegen, dass die Hauptkontrolle eine Massenvernichtungswaffe ist. Dann sieht es so aus, als müssten wir Omek freilassen. Aber er ist der Mithilfe zum Mord schuldig. Wir können ihn nach den Gesetzen der Föderation nicht lange festhalten. Zum Glück gibt es andere Regeln. Ach ja? Die Erwerbsregeln. Sir, ich bitte um Erlaubnis, Omek zu verhören. Das ist nicht Bestandteil Ihrer Ausbildung. Es wäre der Situation nicht angemessen. Sir, ich denke, ich kann das. Na schön. Denken Sie daran, dass Sie mit strengen Sanktionen rechnen müssen, falls Sie die Verhörsregeln der Föderation nicht beachten oder mit Omek einen Deal eingehen. Aufgrund Ihres bisherigen Erfolgs gestatte ich Ihnen dieses Verhör. Viel Glück, Lieutenant. Ach, die Erwerbsregeln. Die Erwerbsregeln. Jetzt haben wir ein nettes Verhör mit Omek. Ach, das ist das, was du gesagt hast. Ich habe dir davon erzählt bereits, genau. Ja, richtig. So, wir speichern erst nochmal. Das heißt, wir müssen vor den Erwerbsregeln nochmal direkt speichern, weil es sein kann, dass wir eine falsche Antwort geben und dann ist alles hin. Quasi. Denn Omek wird natürlich versuchen, einen Deal mit uns einzugehen. Da sollten wir uns nicht drauf einlassen. Müssen aber auch trotzdem ein bisschen mit Taktik rangehen. So, Secrets, Entschuldigung, gibt's keine. Viel Glück, Lieutenant. Ja, danke, Picard. Danke, danke. Danke, Sir. Danke, Captain. Danke, Sir. Captain. Danke, Sir, Captain. Ich bin beschäftigt. Ja, sie sind immer alle beschäftigt. Ach, das macht schon. Leute. Lass es doch einfach. Was spielen die denn da hier? Ich habe gerade keine Zeit. Drücken alle auf, sie einfach. Drücken alle auf den Konsolen. Geh doch einfach. Was gibt es denn? Okay, ja, aber was mit Tuvok? Omek ist in der Arrestzelle, Lieutenant. Geben Sie acht. Omek hat in der Vergangenheit bereits gezeigt, wie gut er sich herausreden kann. Omek ist in der Arrestzelle, Lieutenant. Ich finde, die Enterprise E ist übrigens ein wirklich schönes Schiff. Also von allen Enterprisen, sagt man so, ist es wirklich meiner Meinung nach die hübscheste, weil sie sehr, sehr schnittig ist und diese Aerodynamik nochmal richtig zum Vorschein bringt, obwohl Aerodynamik im Raum ja eigentlich scheißegal ist. Naja, ihr könnt ja mal schreiben, welche Enterprise euch optisch am besten gefallen hat. Bin ich wieder sehr gespannt auf die Comments. Gut. Hier erst nochmal hier der Besprechungsraum, aber gibt ja gerade nichts zu besprechen. Deck 8, Arrestzelle. Ich bin schon wieder so müde. Genau, wir wollen jetzt zum Brick, zum Gefängnis. Irgendwer hat neulich in die Kommentare geschrieben, mit Brick ist an dieser Stelle wohl was anderes gemeint als die Brücke. Ich wüsste aber auch nie, dass ich was anderes behauptet hätte. Also, klar, Brick ist das Gefängnis. Ich wüsste nicht, dass ich in irgendeiner Part was Gegensätzliches behauptet habe. Aber okay, ja. Ich habe gehört, eine der Plasmaleitungen soll ausgebessert werden. Ja, ich habe gehört, es sind sogar zwei. Die Ingenieure haben nach dem Ansturm der Idril noch alle Hände voll zu tun. Was hatten Sie erwartet? Ich hatte jedenfalls nicht erwartet, dass die Idril einfach frei auf dem Schiff rumlaufen. Wovon reden Sie? Diese Frau. Picard lässt sie einfach frei herumlaufen. Sie sollte wenigstens in ihrem Quartier eingesperrt werden oder noch besser in der Arrestzelle, wenn Sie mich fragen. Clea? Sie hatte mit dem Angriff doch gar nichts zu tun. Oh, jetzt heißt sie schon Clea. Das ist doch ihr Name. Bestimmt ist er das. Sie müssen es ja wissen. Oh. Ah, verstehe. Was? Sie sind eifersüchtig. Es geht Ihnen nicht darum, dass Sie eine Idril ist. Eifersüchtig? Ich glaube eher, dass Sie von Ihrer Schönheit geblendet sind. Nur die Ruhe. Sie hat Sie eindeutig irgendwie verzaubert. Sie sind so berechenbar. Ach, das ist ja nicht zu fassen. Meine Güte. Ich habe Ihren Ferengi-Freund getroffen. Ich sollte seine Ohrläppchen reiben. Boah, widerlich. Was bitte? Die erogene Zone oder die erogenste Zone bei Ferengi sind die Ohrläppchen. Was? Wenn ja. Dieser widerwärtige Ferengi mich nochmal belästigt, werde ich ihm ein neues Quartier in der Backbordluftschleuse zuweisen. Nett. Ich habe Ihren Ferengi-Freund getroffen. Wer ist denn der Ferengi-Freund? Omek. Ach so.
Ach, der hat so große Ohren. Ja, ja. Macht irgendwie Sinn, dass da die erogene Zone hockt. Na, die hockt da so rum. Genau. Transporterraum. Oh, dieses Mal kein Gespräch hier. Ich bin beschäftigt, Monroe. Ja, wissen wir schon. Genau, Secrets gibt es jetzt aktuell hier auch noch keins. Okay. Da ist das Gefängnis, da wollen wir gleich noch hin, nachdem wir uns überall umgeschaut haben. Ist hier nicht auch die Krankenstation auf diesem Deck? Ich weiß gerade gar nicht. Hallo, Lieutenant. Hallo, Lieutenant. Hm, na gut. Ja, Main Sick Bay, genau. Krankenstation. Die Analyse war überwältigend. Das sind Killermaschinen, genau. Dr. Allen in der Zoologie denkt das auch. Die Physiologie der Exomorphe ist beeindruckend. Jeder einzelne von ihnen ist für seine Aufgabe perfekt. Erstaunlich. Schon, aber wenn ich es richtig beobachtet habe, werden diese erstaunlichen Kreaturen immer größer, stärker, schneller und tödlicher. Diese Einschätzung erscheint mir als richtig. Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, auch wenn Sie nur wiederholen, was augenscheinlich ist. Ich will auf nichts hinaus. Ich stelle Ihnen nur eine Frage. Und die wäre? Was passiert jetzt? Gute Frage. Ich bin beeindruckt, dass Sie sich durch eine klingonische Sternbasis gekämpft haben. Ist das nicht Telsia? Nee. Nein, nein, das ist nicht Telsia. Sie sind reif für eine Untersuchung, Monroe. Bitte, dann untersuch mich. Ich bin beeindruckt, dass Sie sich durch eine Klingonische... Benötigen Sie medizinische Versorgung? Ja, können wir uns hier gerade mal noch holen. Waffenenergie, Waffelenergie. Waffelenergie? Waffelenergie und Lebensenergie. So, also gut, Lebensenergie hatten wir voll, aber jetzt ist auch unser Schutzschild ist jetzt wieder voll. Und hier haben wir noch die Waffenkammer. Diese Klingonen auf der Sternenbasis waren nicht ehrenhaft. Lurak, Sohn des Galak, war einst ein mächtiger Klingone im Hohen Rat. Er trat aus Protest zurück, als der Hohe Rat beschloss, zeitweilig ein Bündnis mit den Romulanern im Kampf gegen das Dominion einzugehen. Alle loyalen Anhänger von Lurak haben das Reich ebenfalls verlassen. Jetzt wissen wir, was aus ihnen wurde. Ich untersuche im Moment die Waffe, die sie Lurak abgenommen haben. Sie wird uns noch von großem Nutzen sein. Ich denke auch. Diese Klingonen auf der Sternenbasis. Und bei dir, Chang? Hey, Monroe, ich will gerade mit der Waffe trainieren. Sieht doch gar nicht so aus. Ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Können wir später reden? Okay, noch was? Hey, Monroe. Okay, alles klar. Dann können wir ja zum Gefängnis, zum Brick. Ihn hier wegstoßen. Ich würde sagen, den Verhör machen wir noch. Und dann machen wir Pause. Dann machen wir eine Pause, genau. So, hier geht's jetzt los. Ich speichere nochmal für den Fall, dass wir uns verhaspeln. Oh, dann geht's hier rein. Dem ist langweilig. Auf- und ablaufen. Naja, mehr hat man nichts zu tun da. Der ist hässlich. Ich finde ihn echt hässlich. Ich verlange, dass Sie mich freilassen. Eine Hand wäscht die andere, Omek. Wer war Ihr Kunde? Tut mir leid. Gute Konsumenten sind fast so rar wie Latinum. Ehre sie. Regel Nummer 57. Wie wäre es mit der Regel Geld und Gold, das lieb ich sehr und hab ich's erst von anderen, dann geb ich's nicht mehr her. Oder wie wär's mit der Regel nur ein Narr verpasst eine gute Gelegenheit? Die finde ich besser. Wie wäre es mit der Regel nur ein Narr verpasst eine gute Gelegenheit? Stimmt. Aber diese Gelegenheit steht im Konflikt mit meinem letzten Vertrag. Ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag, aber nur zwischen Ferengi. Gelegenheit plus Instinkt ist gleich Profit. Nee, das mit dem Vertrag finde ich besser. Regel 17. Ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag, aber nur zwischen Ferengi. Verträge mit anderen Rassen können eingehalten werden, wenn der Profit hoch genug ist. Also ist Ihr Kunde kein Ferengi? Ich werde nicht verraten, wer es ist. Regel 121. Alles ist zu verkaufen, inklusive Freundschaft. Und dann nochmal das mit dem Gold. Nee, nehmen wir die hier. Regel 121. Alles ist zu verkaufen, inklusive Freundschaft. Ein Freund hätte ich schon längst verraten. Aber er ist ein Kunde. Neue Kunden sind wie Blutegel mit Rasierklingen, scharfen Zähnen. Sie können harmlos sein, doch manchmal beißen sie zurück. Regel 203. Also ist er ein neuer Kunde, von dem Sie fürchten, dass er Sie finden kann.
Das macht ihn zu einem machtvollen und tödlichen Nicht-Ferengi mit Raumschiff. Oder mehreren. Das habe ich nie gesagt. Ich bin einfach nicht geneigt, auf neue Märkte zu expandieren. Wissen gleich Profit. Expandiere oder verrecke. Finde ich gut. Expandiere oder verrecke. Regel 95. Drohen Sie mir nicht. Sie riskieren, vor das Kriegsgericht gestellt zu werden. Krieg ist gut fürs Geschäft. Je riskanter der Weg, desto größer der Profit. Was würdest du nehmen? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht, nach welchen Regeln du auswählst. Naja, ich versuche, ihn zu verhören. Ich versuche, über Hintertüchen, wie wir es gerade schon hatten, rauszufinden, wer sein Kunde ist. Ja. Hat ja bisher ganz gut funktioniert. Hier, das hier finde ich beide sehr ähnlich. Das untere, glaube ich, nehmen. Das untere? Mir würde das gerade... Jetzt geht's um das Hier ging es um Krieg und hier... Naja, okay. Ja, ne? Ich glaube, so bleiben von wir... Von mir aus. Ja, ich weiß es nicht. Nehmen wir mal ich das hier. Wirklich nicht. Regel 34. Krieg ist gut für das Geschäft. Das ist wahr. Aber wenn Sie mich bekriegen wollen, ist das schlecht für Ihre Karriere. Jetzt finde ich das mit je riskanter der Weg ganz gut, ja. Regel 62. Je riskanter der Weg, desto größer der Profit. Aber was ist mit Ihrer Karriere? Ich bin Mitglied des Hazard-Teams. Glauben Sie, dass ich jemals das Rentenalter erreichen werde? Bitte, ich bin nur ein großzügiger Händler, der sein hart verdientes Latinum riskiert, um einigen Wissenschaftlern zu helfen. Nachdem Sie ihnen unschätzbare Artefakte gebracht haben. Natürlich. Denken Sie, ich nehme ein Risiko für eine Unsicherheit in Kauf? Und Sie haben Ihre Artefakte auf dem Schwarzmarkt verkauft, wo Sie für immer für die Geschichte verloren gehen würden. Genau. Das hält die Profite hoch. Und da sagt man, Ihr Föderationstypen hättet keinen Geschäftssinn. Oh, ich habe durchaus einen Geschäftssinn. Nun, wenn dem so ist, helfen Sie mir zu fliehen. Ich gebe Ihnen einen Planeten der M-Klasse mit tropischen Stränden für Ihren Lebensabend. Das ist ein Wort. Okay, ich schmuggle Sie heraus. Nein. Omek, ich beschuldige Sie der versuchten Bestechung. Natürlich. Omek, ich beschuldige Sie der versuchten Bestechung. Das ist eine Falle. Kein Offizier der Sternenflotte redet jemals von seinem Geschäftssinn. Es sei denn, er möchte Schmiergeld haben. Wer war Ihr Kunde? Er wird diese Monster losschicken, um mich zu töten. Sie können ganze Städte zerstören. Sieht so aus, als ob Sie eine existenzielle Erwerbsregel missachtet hätten, als Sie etwas verkauft haben, was Sie töten könnte. Hab ich nicht. Regel 125. Wenn du tot bist, machst du keine Geschäfte. Falsch. Er wollte Sie nie gegen einen Planeten der Ferengi richten. Ha! Ich gewinne! Nein, Sie haben gerade ein Geständnis abgelegt. Omek, wir beschuldigen Sie der Beihilfe zum Massenmord. Was? Sie wussten, dass Sie eine Waffe der Massenzerstörung verkaufen. Ihr Kunde hat Atrexianer auf Press Jack Gamma 3 getötet. Das Blut der Leute klebt an Ihren Händen. Ich werde Ihnen nicht sagen, wer es ist. Es sei denn, Sie lassen die Beschuldigung fallen und mich frei. In Ordnung. Auf einem Planeten meiner Wahl? Natürlich nicht. Wir sind kein Shuttle-Dienst. Wir werden einen geeigneten Planeten wählen. Ich nehme an, er ist Captain der Imperialen Marine der Romulaner. Romulaner? Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß, Romulaner sind normalerweise furchtbar billig. Gute Arbeit, ihn zu dem Geständnis zu bringen, Lieutenant. Ich glaube, das war Regel 87. Erforsche die Schwächen des Kunden, dann kannst du ihn besser ausnutzen. Sie denken, Sie haben gewonnen, Monroe. Aber Sie müssen mich freilassen. Und Sie kennen seine geheime Basis nicht. Ha. Er hat eine geheime Basis? Zu spät. So, wo setzen Sie mich denn jetzt ab? Ferengina? Risa? Auf dem nächsten Planeten, der von Exomorphen angegriffen wird. Nein, das würden Sie nie tun. So erleben Sie die Resultate Ihrer Profitgier mit eigenen Augen. Diese Monster haben kein Interesse an Latinum. Sie werden mich töten. Ist es nicht der Traum der Ferengi, reich zu sterben? Das können Sie nicht tun. Auf Wiedersehen, Omek. Sein Name ist Commander Saldok. Ich gebe Ihnen die Koordinaten seines Stützpunkts an der Grenze der neutralen Zone innerhalb des romulanischen Raums. Danke, Omek. War schön, Geschäfte mit Ihnen zu machen.
Ich werde die Sternenflotte über unser neues Ziel in Kenntnis setzen. Lieutenant Commander Tuvok wird eine Sicherheitsbesprechung arrangieren. Und was ist mit mir? Sie sollten besser hoffen, dass Ihre Information uns zum Standort der Hauptkontrolle führt, bevor die Exomorphe einen weiteren Planeten angreifen. Alles klar. Nochmal kurz mit Omek quatschen. Sie kennen die Erwerbsregeln ziemlich gut. Corban an Monroe, bitte kommen Sie zu mir in die Waffenkammer. Ja, gleich. Regel 44. Verwechsle niemals Weisheit mit Glück. Sie hatten Glück, Monroe. Aber erwarten Sie nicht, dass das für immer anhält. Sie können mir nicht vorwerfen, dass ich aus den Idwell und Romulanern Kapital schlage. Regel 13. Alles, das wert ist, getan zu werden, ist auch wert, für Geld getan zu werden. Sie kennen die Erwerbsregeln ziemlich gut. Dann haben wir es jetzt. Hier gibt es nach wie vor keine Secrets. Gut, ja. Päuschen? Päuschen. Bevor wir hier weitermachen, speichern wir und beenden diese Folge fürs Erste. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge Edit Force mit der Dani und mir. Viel Spaß und macht's gut. Jawohl, bis dann. Tschüss.